Ja, servus miteinander. Liebe Grüße aus Fichtach. Hier hat vor circa 18 Jahren alles angefangen. Das ist mein Geburtsort und ich war hier mit dem Bike circa vor 10 Jahren das letzte Mal. Und ich nehme euch heute mal mit zu einigen meiner alten Street Spots und bin schon mal sehr gespannt, was es noch alles gibt. Und der erste Spot, wo wir hier sind, schaut noch alles unverändert aus, aber ich weiß, in der Stadt sind ein paar Sachen umgebaut worden. Aber ich freue mich schon mal, die alten Spots wiederzusehen, auch vor allem im Vergleich, wie das früher sich angefühlt hat und heute, weil man entwickelt sich ja weiter oder zurück, je nachdem. Und heute bin ich mit dem Fully unterwegs und wünsche euch schon mal viel Spaß. Erster Spot und ihr seht es schon mal, hier gibt es ein ziemlich geiles Street Gap. Da hat man eine super Anfahrt, man kann mit ziemlich viel Speed herfahren und das Coole ist, hier landet man nicht nur im Flat, sondern der Auslauf unten ist eine recht schöne Landung. Und früher mit dem Downhiller bin ich das ganz untere Treppengap auch noch gesprungen. Das Gap ist ziemlich massiv, das hat 20 Stufen und das springt man eigentlich nur mit Downhiller, also mit einem normalen Enduro 6 oder das Fahrwerk. Und deswegen jetzt der obere Drop als Einstieg und wir legen los. Ich bin im Weg jetzt. Halt. Also das ist das Treppengap aus dem alten Video, das ich letztens hochgeladen habe. Und hier ist schon ein Umbau gewesen. Und zwar haben die Stufen ein bisschen die Stufe ist ein bisschen verkürzt worden. Das waren früher, ich glaube, ein 20er Set. Und die haben da unten ein bisschen was aufgeschüttet. Aber ja. Das ist das Set, das ihr kennt aus dem letzten Video. Info für euch, die neuen Termine zu den Street Trail Workshops im Radquartier sind online. Schaut einfach mal auf die Homepage und da findet ihr alle Termine, Infos und so weiter und würde mich freuen, den einen oder anderen von euch dort zu sehen. Das war knapp. Dann sind wir jetzt bei einer ganz speziellen Location und das erste Video, das ich auf YouTube hochgeladen habe, da war Line dabei, da wo ich von dem auf den Bommel hochspringe und dann runter auf dieses Geländer da und dann vorne runter. Und die Line ist eigentlich ziemlich massiv, weil man hat nicht viel Spielraum, du musst genau hier oben landen, da auf dem Plateau und dann runterspringen. Und das Wellblech doch, ist jetzt auch nicht so sicherheitserweckend und die Line war ziemlich cool. Und das habe ich damals schon vor, keine Ahnung, wie lange ist es her, 10, 12 Jahre gemacht. Ja. Mit dem Fully geht es natürlich nicht, da stehe ich jetzt so blöd da und schaue, aber mit dem Street Trail wäre das natürlich machbar. Aber schon cool, wenn man die Sachen wieder sieht. Ja. Thank you.
Ja, das war's soweit. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Und für mich war es interessant, einmal die ganzen alten Spots wiederzusehen und dann vor allem mit dem Fully zu fahren. Und es ist auf jeden Fall einiges gegangen. Einige Locations waren nicht mehr da. Also die waren entweder schon abgerissen oder so, aber ein paar neue haben wir gefunden. Kurzer Hinweis auch, Leute, zu den ganzen Protektoren und so weiter, weil ich immer wieder Anfragen bekomme. Ich habe jetzt bei dem Video nur einen Helm und Handschuhe oben gehabt, aber ich habe die Sachen auch gekannt von früher her. Also ich weiß ganz genau, wie der Absprung und so weiter funktioniert. Wenn ihr irgendwelche neuen Sachen macht, zieht es bitte unbedingt Kniebeinschoner, Ellbogenschoner und solche Geschichten an. Ist eh ganz klar, am besten Rückenprotektor und sowas. Also im Bikepark bin ich auch immer mit Protektoren unterwegs, vor allem für den Rücken und so weiter. Und das bitte nicht vergessen und auch berücksichtigen bei der Aktion jetzt. Genau. Ansonsten, wir haben jetzt bald die 10.000 Abonnenten und da gibt es auch wieder ein cooles Gewinnspiel. Also für alle, die noch nicht abonniert haben, haut bitte mal einfach auf den Abo-Button und dann könnt ihr bei dem Gewinnspiel jetzt demnächst auch wieder teilnehmen. Und ich wünsche euch eine gute Zeit. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao, euer Andi.